Kommen wir dann zur Zusammenfassung dieser Unterrichtseinheit. Was sind Programme? Programme bestehen in der imperativen Programmierung aus einer Menge an Anweisungen. Diese Anweisungen werden der Reihe nach ausgeführt. Was Sie sich auch noch merken sollten, Programme sollen korrekt sein. Sie sollen aber nicht nur korrekt sein, sondern auch gut verständlich sein. Daher gewöhnen Sie sich von Anfang an, Kommentare in Ihre Programme einzubauen, mit denen Sie komplexe Programmteile kurz beschreiben. Und achten Sie auf Code-Konventionen, die dazu dienen, Source-Code einheitlich zu gestalten und übersichtlich zu gestalten.